Willkommen beim allerletzten Part von Pandoras Tower. Und dieser Part lautet: Wie erreiche ich 100%? Das ist alles andere als einfach in Pandoras Tower. Ihr seht hier, ich habe es geschafft, 100% diesen Spiel zu erreichen. Und es ist relativ unregelmäßig. Natürlich gibt es die 100%, die angezeigt werden in der Leiste. Und die, die dann eben nicht angezeigt werden. Die praktisch, ja, nur nur für die eigene Vervollständigung da sind. Also, falls ihr diese Leiste auf 100% wollt, müsst ihr drei Sachen machen. Erstens, ihr müsst alle Enden erreicht haben. Wenn man hier sieht, habe ich alle. Und die sind hier auf jeden Fall links verlinkt. Alle Enden, die man bekommen kann. Dann, was man außerdem machen muss: Man muss alle 26 Events mit Helena ausgelöst haben. Diese habe ich ebenfalls links verlinkt. Die kann ich euch natürlich nicht alle zeigen, weil das eine viel zu große Schneidarbeit gewesen wäre. Aber ich habe euch erklärt, wie man jedes einzelne bekommt. Sollte euch also durchaus helfen. Und man braucht die Schriften zu 100%. Da habe ich euch auch einen Part verlinkt, wo ich alle Schriften gezeigt habe, welche es gibt. Wo es allerdings welche jetzt genau gibt, kann ich euch so aus dem Stegreif natürlich nicht alles sagen. Die habe ich alle im LP gefunden, alle gezeigt. Also könnt ihr durchgucken. Zum Beispiel bei den Türmen könnt ihr dann einfach, wenn ich da was fehlt, einfach im Turm gucken. Soll ich was anderes fehlen? Und ihr findet das im LP nicht. Könnt ihr mich auch gern kontaktieren, dann helfe ich euch da. Wenn ihr das alles habt, also alle 26 Helena Events, alle 5 Enden, plus das inoffizielle Game Over Event, was als, ja, inoffizielle 6. Ende zählt, und diese, die Schriften auf 100%, dann steht bei euch eine Leiste 100%. Was ihr zudem aber auch noch machen könnt: Ihr könnt euch noch auf Level 100, 50 aufleveln, das ist das maximale Level, da habt ihr hier einen goldenen Strich. Weitere Sachen, die ihr machen könnt, ihr, wie gesagt, nicht wirklich dazu zählen, ist es, alle 4 Waffen, die man bekommt, auf die letzte Stufe zu verbessern. Das braucht man viele Metalle. Und wo man viele von diesen Metallen findet, seht ihr bei Mafdas Belohnungen. Die habe ich euch ebenfalls, ein paar habe ich euch ebenfalls links verlinkt. Da zeige ich euch zum einen Mafdas Belohnungen und zum anderen zeige ich euch, wie soll ich das jetzt sagen? Zum anderen sage ich euch noch, welche Metalle man an den einzelnen Orten findet. Und wenn ihr euch darum alles kümmert, wichtig ist auch, dass ihr Elena viele Geschenke gibt. Die sind für die Events wichtig. Und auch für die Leiste, weil man braucht ja, um das beste Ende zu erreichen, eine Leiste von mindestens 80%, also beim 8. Punkt oben. Und solltet ihr dies alles haben, kann ich euch nur beglückwünschen und euch sagen, jo, ihr habt 100% erreicht. Das ist eine Herausforderung bei diesem Spiel durchaus, das gebe ich zu. Aber ich traue euch zu, dass ihr das Durchhaltevermögen hierfür habt. Und wie gesagt, da es keine deutsche wirkliche Lösung gibt für die 100%, dachte ich, ich helfe euch da einfach mal weiter. Okay, soll euch dieser allerletzte Part von Pandoras Tower gefallen haben, freue ich mich über einen Daumen hoch, falls nicht Daumen runter. Und auch einen netten Kommentar oder ein Favo. Und ich danke, wie gesagt, nochmal allen ganz, 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 ganz riesig, die dieses Projekt supportet haben bis zum Ende. Es hat absolut klasse. Und ja, bis zu weiteren Projekten dann, Leute.